Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Laschet, ich schätze Ihre Person, ich schätze auch Ihre Arbeit. Und ich finde, dass Sie auch wichtige politische Impulse in die CDU reintragen, die sonst andere nicht hineingetragen hätten. Aber was Sie sich heute in Bezug auf die Flüchtlinge geleistet haben, finde ich wirklich infam. Wir haben im Jahr 2012 allein im Einzelplan 3 Ausgaben im Bereich der Flüchtlingsarbeit von gut 200 Millionen Euro gehabt. Im Jahr 2016 werden es rund 4 Milliarden Euro sein. Wie Sie da keinen Unterschied erkennen können und uns vorwerfen, wir würden instrumentalisieren, bleibt Ihr Geheimnis. Ich finde das infam. Sie haben auf dem Rücken von Menschen, die geflüchtet sind, Politik gemacht. Das ist instrumentalisieren, Herr Kollege Laschet. Bei Herrn Lindner habe ich mir eigentlich nur ein Wort aufgeschrieben, beziehungsweise zwei. Demut und Projekt 18. Viel mehr fällt mir zu Ihrer Rede eigentlich nicht ein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben uns weder enttäuscht noch überrascht. Die Beiträge der Opposition zeigen doch eines. Sie sind verdammt froh, dass Sie keine Verantwortung haben. Sie sind verdammt froh, dass Sie hier nicht regieren müssen. Wenn das nämlich so wäre, dann wird die Arbeit nämlich sehr schnell ungemütlich. Da müsste man nämlich sagen, wofür man Einsparungen belegen kann. Dann kann man nicht mehr alles fordern. Da muss man Gegendeckungsvorschläge für das machen, was Sie hier ausgebreitet haben. Da ist heute nichts gekommen. Sie haben in 3 Lesungen in diesem Landtag es nicht geschafft, konkret zu benennen, wo Ihre Lösungen sind, was Sie konkret anders machen möchten als Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen. Was Sie uns hier vorgelegt haben, ist der Ausdruck von schlichter Planlosigkeit. Und da greife ich einen selbstkritischen Satz des Kollegen Kruse auf, der in der Fraktion der CDU gesagt haben soll, wir haben überhaupt keine Strategie. Ja, Herr Kruse, Sie haben recht. Und ich kann Ihre Kritik an der Fraktionsführung noch ergänzen. Auch die Taktik ist ziemlich schlecht. Lassen Sie mich 2 Beispiele geben. Beispiel 1, innere Sicherheit. Der Antrag liegt ja heute erneut auf dem Tisch. Sie sind sich nicht zu schade, die Ausrüstung von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten hier erneut zum Thema zu machen. Und warum machen Sie das? Sie haben Angst vor dem Vergleich. Wir haben die höchsten Einstellungszahlen in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen bei den Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten durchgesetzt. 1.900 Stellen über 1.900 Stellen im Jahr 2016. Wir haben in 3 Jahren mehr Polizistinnen und Polizisten eingestellt als Sie in 5. Und in 5 Jahren im Vergleich zwischen 2006 und 2010 haben wir mit 8.000 Einstellungen ziemlich genau das Doppelte gemacht, wie Sie mit 4.000 unter Jürgen Rüttgers und Ingo Wolf. Ich sage Ihnen an der Stelle ganz deutlich, wir sind die Partei, die über innere Sicherheit nicht nur redet, sondern wir bringen Beamtinnen und Beamte auf die Straße. Ich gebe Ihnen ein zweites Beispiel, Herr Kollege Laschet. Herr Cooper hat sich ja einen Namen damit gemacht, rumzumäkeln und zu sagen, das Land würde die Flüchtlinge zu langsam unterbringen. Mehr war von Ihnen in der Sache nicht zu hören. Was haben Sie stattdessen gemacht? Sie haben einen Bundesinnenminister verteidigt, dem selbst heute die hartgesottensten Kollegen aus der CDU peinlich ist, weil er einerseits weder das Desaster mit den Asylanträgen in den Griff bekommt und andererseits auf europäischer Ebene nicht für eine integrative und solidarische Flüchtlingspolitik sorgt. Und jetzt, Herr Möbius, kommt noch Ihre christliche Weihnachtsbotschaft. Hauptsache mehr Abschiebung. Ihr Abschiebungspapier, Herr Laschet, ist doch der Ausdruck puren Populismus. 95% der Dinge, die da drin stehen, haben mit der Realität doch nichts zu tun. Das tangiert doch die Mehrzahl der Flüchtlinge überhaupt nicht. Sie tragen zur Sachpolitik nichts bei. Dieses Papier ist eine schlichte Konzession an die Hardliner in Ihrer Partei und in Ihrer Fraktion. Applaus
Wir haben dagegen kluge Sachpolitik gemacht. 5.766 neue Stellen in der Schule im Jahr 2015 und 2016. 2 Milliarden Euro Zuweisung an die Kommunen allein für die Flüchtlingsunterbringung. 4 Milliarden Euro insgesamt im Integrationsbereich. Das ist die Politik, die sachlich ist und nicht so ein Populismus, wie die CDU hier auf den Tisch legt. Mit Blick auf die Oppositionsvorschläge von heute könnte ich es eigentlich kurz machen. Sie haben keine Ziele, Sie haben keine Vision von der Zukunft des Landes, Sie werden auf der Regierungsbank alles andere als vermisst. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben mit dem Haushalt 2010 klare strategische Linien gezogen und ziehen sie weiter Jahr für Jahr. Und ganz zentral ist doch Folgendes: Bildung, Bildung und nochmals Bildung. Diese Linie ziehen wir durch, von der frühkindlichen Betreuung über die schulische und berufliche Ausbildung, über die Weiterbildung bis hin zur Hochschule und Wissenschaft. Noch nie wurde so stark in Bildung investiert wie in diesem Jahr. Jeder dritte Euro des Landeshaushaltes geht in diese wichtigen Zukunftsbereiche, und damit sind wir bundesweit Spitze. Über das KiBiZ gibt das Land Nordrhein-Westfalen rund 2,5 Milliarden Euro für den Ausbau und die Qualitätssteigerung in den Kindertagesstätten aus. Nur zur Erinnerung, Herr Kollege Laschet, bei Ihnen waren es 1,2 Milliarden Euro. Und ich war ja bei den Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden und auch mit denen der Wohlfahrtsverbände dabei. Wissen Sie, was die uns gesagt haben? Das System ist so schlecht, was Sie angelegt haben, dass wir eine grundständige Erneuerung des Systems brauchen und nicht Reparaturen, wie Sie sie hier vorgeschlagen haben. Wir werden 2016 mit der Anhebung der Dynamisierung der Kindpauschalen auf 3% weitere 13,4 Millionen Euro eigenes Landesgeld, Herr Kollege Laschet, nicht Betreuungsgeld, eigenes Landesgeld zusätzlich investieren. Und das Ganze wird auf über 68 Millionen Euro zusätzliche Investitionen in Kindertagesstätten ausgebaut. Das ist die Politik von Rot-Grün. Und wir betreiben eine gigantische Aufholjagd gegenüber dem, was Sie als Familienpolitik in diesem Lande hier hinterlassen haben. Konkrete Zukunftspolitik für den Standort, für Kinder mit Familien, für mehr Bildungsgerechtigkeit. Kein Kind zurücklassen, das ist die Maxime, und die gilt auch weiterhin für Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen. Das gilt übrigens auch beim beitragsfreien letzten Kita-Jahr. Der Antrag ist ja eben wieder reingeflattert, wo Sie als Union mit einer Einsparung von 162,5 Millionen Euro tatsächlich mal einen Einsparvorschlag machen. Interessanterweise allerdings zielgenau da, wo es um Chancengerechtigkeit geht. Bei Ihnen herrscht doch der gleiche Ungeist wie bei Ihrer Schwesterpartei, der CSU aus Bayern. Sie wollen allen Ernstes die Erträge aus den frei werdenden Mitteln im Wesentlichen im Landeshaushalt versickern lassen. Sie wollen dazu beitragen, dass Kinder gerade von jenen Familien, die es besonders nötig haben, in die Kita zu gehen, von einem Besuch der Kindertagesstätte abzuhalten. Sie wollen die gleiche Kita-Fernhaltepolitik betreiben, wie es die CSU in Bayern mit dem Betreuungsgeld getan hat. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, Sie wollen die Axt anlegen an eine chancengerechte Gesellschaft. Und da, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir nicht mit. Und wir zeigen Ihnen mit diesem Haushalt auch ganz konkret, wie wir es anders, wie wir es besser machen. Wir leiten die als Herdprämie bisher sinnfrei ausgegebenen Mittel komplett und ohne jeden Abzug dorthin weiter, wo sie hingehören, nämlich in die frühkindliche Betreuung. Die rund 431 Millionen Euro für die Jahre 2016 bis 2018 sind durch Anträge der Koalitionsfraktionen in den Haushalt eingebettet worden. 331 Millionen davon gehen für Personal und Sachmittel in den Haushalt und rund 100 Millionen in die Qualitätssteigerung der Kindertagesstätten. Im Übrigen auch, das wird ja oft vergessen, für den Ü3-Bereich. Und damit machen SPD und Grüne die Kindertagesstätten noch stärker. Unsere Kinder sind unsere Zukunft. Und damit sie diese Zukunft positiv gestalten können, gestalten wir die Rahmenbedingungen in den Kindertagesstätten so, wie wir es gesagt haben, mit mehr Investitionen und mit einer deutlich besseren Ausstattung bei den Kindpauschalen.
Und so wie bei den Kindertagesstätten, so stärken wir auch die Schulen. Mit dem größten Schuletat, den es in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalens gab. So viel hat noch keine Landesregierung für einen Haushalt im Schulbereich in die Hand genommen. 17,26 Milliarden Euro werden 2016 in Schulen investiert. Das ist 1 Milliarde mehr als 2015 und 3,3 Milliarden Euro oder 23% mehr als 2010 unter Schwarz-Gelb. Und das machen wir trotz zurückgehender Schülerzahlen. Das Geld und die Stellen, das haben wir versprochen, bleiben im System. Auch das ist eine klare innerliche Entscheidung für Zukunftspolitik. Mit dem Haushalt 2016 inklusive der Ergänzungsvorlagen 2015, ich habe eben darauf hingewiesen, werden rund 5.800 neue Stellen für den Schulbereich bereitgestellt und 266 Millionen Euro damit finanziert. Damit reagieren wir einerseits auf die Herausforderungen der Zuwanderung. Aber, und das hat der Kollege Römer eben auch schon gesagt, diese Stellen kommen natürlich allen Kindern zugute. Und es ist gut, dass die Ministerin und die Bezirksregierung dafür gesorgt haben, dass 70% der Stellen des Haushaltes 2015 bereits besetzt sind. Die Stellen kommen also an, das Geld kommt an und die Stellen kommen an. Und ferner, und das ist ein ganz wichtiges Pärchen zum Bereich der Kindertagesbetreuung, auch die Dynamisierung im Bereich der offenen Ganztagsschule werden wir von 1,5% auf 3% anheben und mit 22.500 zusätzlichen Plätzen den Bereich des offenen Ganztags massiv ausbauen. Mit unseren hohen Investitionen realisieren wir das, was wir versprochen haben. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Sylvia Lörmann ist damit Garantin für den Schulkonsens, für eine gelingende Inklusion und für einen stärkeren Ausbau der offenen Ganztagsschule in Nordrhein-Westfalen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Thema hat uns im Jahr 2015 so sehr beschäftigt wie die Flüchtlingspolitik. Wir reagieren damit auf eine große humanitäre Katastrophe, deren Auswirkungen wir auch hier in Nordrhein-Westfalen zu spüren bekommen. Nordrhein-Westfalen ist ein solidarisches Land. Dies belegen auch die jüngsten Umfragen aus dem WDR. Die große Mehrheit der Menschen in Nordrhein-Westfalen fühlen sich von den Flüchtlingen nicht bedroht. Bei uns gibt es deutlich weniger Ängste und Vorbehalte gegen Flüchtlinge als anderswo. Und ich will noch mal betonen, es ist nicht in allen Bundesländern so. Es ist auch möglicherweise eine Frage des Umgangs miteinander, dass solche Umfragewerte zustande kommen. Und da bin ich ausdrücklich allen dankbar, die da hoffentlich mit dran mitgearbeitet haben. Und in der Zivilgesellschaft gibt es ein breites Engagement. Viele Haupt- und vor allem auch viele Ehrenamtliche haben sich bis an die Grenzen ihrer Möglichkeiten eingesetzt, um die Ankommenden menschenwürdig aufzunehmen und auch hier in Nordrhein-Westfalen unterzubringen. Es gab eine große Welle der Solidarität, die unendlich wichtig ist für unser Gemeinwesen. Die vielen Helfenden sind aus meiner Sicht das Rückgrat unserer Demokratie. Ihr Engagement bildet den Kitt für unsere Gesellschaft. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, sage ich an dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle, die sich dort einbringen, für mehr Mitmenschlichkeit, für mehr praktische Lösung des Problems. Vielen Dank. Aber, und da beißt die Maus natürlich keinen Faden ab, die Finanzierungsverantwortung und die Schaffung der Rahmenbedingungen liegt natürlich bei uns, liegt bei den Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Land und Gemeinden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und deswegen erhöht die rot-grüne Koalition die Mittel für die Kommunen zur Unterbringung von Flüchtlingen ganz deutlich. Im Jahr 2014 waren es noch rund 90 Millionen Euro, die das Land den Kommunen zur Unterbringung von Flüchtlingen bereitgestellt hat. Im Jahr 2015, also im aktuellen Haushaltsjahr, werden es bereits über 800 Millionen Euro sein. Und im Jahr 2016 sind es dann mit 1,94 Milliarden Euro, fast 2 Milliarden Euro, die nur für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Kommunen bereitgestellt werden. Und der Kollege Römer hat eben darauf hingewiesen. Von den rund 2 Milliarden Euro sind 626 Millionen Euro vom Bund. 1,35 Milliarden Euro sind vom Land. Wie man da von klebrigen Händen des Landes sprechen kann, bleibt mir ein Geheimnis. Das ist wieder die Mäkelei von CDU und FDP. Auf 2 Landeseuro kommt 1 Bundeseuro. Und wenn man sich die Gesamtausgaben in dem Bereich noch anguckt, von 4 Milliarden Euro, sind die Zuschüsse des Bundes von über 20% im Jahr 2015 auf unter 20%
5% im Jahr 2016 gesunken. Bei der Flüchtlingsunterbringung unterstützen wir als Land unsere Städte und Gemeinden wirklich nach Kräften. Die Pauschalen werden aufgestockt. Wir zahlen fürs ganze Jahr und nicht nur fürs halbe Jahr, wie der Bund es machen will. Und auch der Kreis der Geduldeten wird neu mit einbezogen. Und im Jahr 2017 wird dann die Pauschale auf eine monatliche Pauschale pro Flüchtling umgestellt und um 4% auf dann 866,20 Euro aufgestockt. Außerdem, und das ist auch ein wichtiges Signal in der Gesundheitspolitik, wird die Kappungsgrenze für die Gesundheitskosten von 70.000 Euro auf 35.000 Euro abgesenkt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das alles, was ich jetzt vorgetragen habe, ist gut und richtig investiertes Geld. Es stärkt nicht nur den Zusammenhalt der Gesellschaft, sondern es führt auch zu unmittelbaren Impulsen bei der Konjunktur. Die Wirtschaftsforscher des IFO-Institutes rechnen in Deutschland im kommenden Jahr mit einem steigenden Wachstum. Sie gehen von einem Wachstum von ungefähr 1,9% des Bruttoinlandproduktes aus. 0,3 Prozentpunkte allein sollen auf die Zuwanderung fallen. Die investierten rund 20 Milliarden Euro bundesweit sind also ein unmittelbar auf die Binnenwirtschaft wachsendes Konjunkturprogramm, was hier in Deutschland der Konjunktur und den weiteren Ausgaben hilft. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen sucht in allen zentralen politischen Feldern die Partnerschaft mit den Kommunen. Dies dokumentiert im Übrigen auch eine vom RVR in Auftrag gegebene Studie bei Professor Junkern-Heinrich. Herr Professor Junkern-Heinrich hat der Landesregierung attestiert, dass mit den 4 Milliarden Euro, die im Stärkungspakt bereitgestellt werden, genau jene Kommunen unterstützt werden, die besondere Hilfe benötigen. Sein wörtlicher Ausdruck war, noch nie war der Haushaltsausgleich bei den Kommunen im Ruhrgebiet so nah, wie es heute der Fall ist. Aber auch insgesamt wurde die finanzielle Basis der Kommunen in Nordrhein-Westfalen gestärkt. 300 Millionen Euro mehr bei der Grunderwerbsteuer, deutlich über 100 Millionen Euro mehr Zuwendung im Bereich des Kinderfördergesetzes, was durch ein Verfassungsgerichtsurteil erstritten werden musste. 170 Millionen Euro beim Gemeindefinanzierungsgesetz, 120 Millionen Euro bei der Finanzierung der Deutschen Einheit und weitere Regelungen. Mit mehr als einer Milliarde Euro stabilisieren und stärken wir die strukturelle Finanzbasis der Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Das ist konkrete Politik zugunsten der Kommunen und Städte in diesem Land. Weil die Fans aus Bayern hier ja rechts so zahlreich immer Seehofer zuklatschen. 568 Euro gibt Nordrhein-Westfalen je Einwohner den Kommunen aus ihren Steuermitteln. Das ist so viel, auch da hat der Kollege Römer darauf hingewiesen, wie kein anderes Bundesland es macht. Würden wir so verfahren, wie es Bayern tut, müssten wir den Kommunen in Nordrhein-Westfalen 2,5 Milliarden Euro an Zuwendungen entziehen. All das zeigt, wir sind die kommunalfreundlichste Landesregierung und wir tragen Verantwortung dafür, dass die Kommunen in Nordrhein-Westfalen handlungsfähig werden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu den elementaren Anliegen bei der Aufnahme von Flüchtlingen gehört natürlich auch eine vernünftige Gesundheitsversorgung. Auch hier streben wir besondere Anstrengungen im Jahr 2016 an. Es gilt, schwerwiegende Erkrankungen wie zum Beispiel Tuberkulose frühzeitig zu erkennen und mit einem guten und qualifizierten Impfangebot zu bekämpfen. Diese Maßnahmen kommen nicht nur den Geflüchteten zugute, sondern natürlich der gesamten Bevölkerung und sorgen für einen vernünftigen Gesundheitsschutz. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, viele Flüchtlinge kommen wirklich aus einer wahren menschlichen Hölle, aus Kriegen, in denen Mord, Raub und Vergewaltigung an der Tagesordnung sind. Wir wissen heute viel mehr über die psychischen Auswirkungen solcher Situationen. Gerade die betroffenen Menschen wollen wir besonders intensiv begleiten, denn wir wollen verhindern, dass aus psychischen Erkrankungen, aus psychischen Belastungen lange chronische Erkrankungen werden. Integration der Asylsuchenden heißt unseres Erachtens auch Schutz vor diskriminierenden Regelungen. Wir sind froh, dass es der Gesundheitsministerin gelungen ist, eine Rahmenvereinbarung für die elektronische Gesundheitskarte auszuhandeln. Und das möchte ich mit einem Appell verbinden. Lassen Sie doch diese Rundmails an Ihre Ratsmitglieder in den Städten und Gemeinden.
Sorgen Sie doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade von der CDU, mit dafür, dass dieses gute Angebot allen Menschen in Nordrhein-Westfalen, allen Flüchtlingen zugutekommen kann. Unterstützen Sie doch das proaktiv, was in der Flüchtlingspolitik nötig ist. Und ein weiteres wichtiges Anliegen ist uns auch, die Willkommenskultur in den Gesundheitsberufen zu fördern. Dazu gehört einerseits eine schnelle Anerkennung von vorhandenen Kompetenzen der Flüchtlinge und andererseits aber auch fachgerechte Beratung darüber, welche Möglichkeiten in den Gesundheitsberufen bestehen. Und bei allen drängenden Fragen in der Flüchtlingspolitik verlieren wir die Anliegen und langen Linien der Gesundheitspolitik eben nicht aus den Augen. Zum Beispiel das Anliegen, allen Menschen ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben im Alter zu ermöglichen. Hierfür stellen wir im Landesförderplan Pflege und Alter weitere Mittel bereit, insbesondere im Bereich der Quartiersentwicklung. Und auch die Frauenhäuser liegen uns in ganz besonderer Weise am Herzen. Einrichtungen, die oft mit knappen Mitteln und großem Engagement Frauen und ihre Kinder vor Gewalt schützen. Wir freuen uns, dass wir eine weitere Million Euro mehr für Frauenhäuser zur Verfügung stellen können. Und Herr Kollege Laschet, Herr Lindner hat das ja auch gemacht, weil Sie sich so über die Genderforschung lustig gemacht haben. Genderuntersuchungen zum Beispiel bei der Produktion von Elektro... Darf ich dazwischen? Herr Kollege Laschet, die Genderuntersuchungen haben unter anderem dazu geführt, dass bei der Produktion von Elektrowerkzeugen der Akkuschrauber eingeführt worden ist. Millionen von Handwerkern würden heute noch an der Steckdose hängen, wenn diese Genderforschung nicht stattgefunden hätte. Das ist Politik ganz konkreter Art und Weise. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Paris sind an diesem Wochenende die Verhandlungen zu einem neuen Klimaabkommen zu Ende gegangen. Wir haben ja dramatische Bilder und sehr positive Bilder aus Paris sehen können. Und eine ganze Reihe von Menschen, die hier sind, haben ja auch mit an diesem Abkommen mitgewirkt. Dabei wurde unter anderem das 2-Grad-Ziel fixiert und sogar das noch anspruchsvollere 1,5-Grad-Ziel maximaler Erderwärmung. Und das Abkommen kann historisch werden. Es macht den Weg frei für globale Energie- und Klimawende. Der amerikanische Außenminister hat auch die wirtschaftliche Bedeutung betont. Zitat: Wir senden an die Märkte dieser Welt mit dem Vertrag das Signal, jetzt kommt der grüne Umbau. Herr Kerry hat recht. Aber dazu müssen wir den Vertrag mit Leben füllen. Es ist ein neuer Startschuss für wirtschaftlich konsequenten Klimaschutz und ökologische Modernisierung und nicht für strukturkonservative Kohlepolitik. Raus aus den fossilen Energieträgern, auch Nordrhein-Westfalen kann und muss seinen Beitrag leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Thema betrifft uns in ganz besonderer Art und Weise. Nordrhein-Westfalen hat kein eigenes Klima. Aber Nordrhein-Westfalen hat eine ganz eigene, besondere Verantwortung. Als Industrie- und Energieland Nummer 1 sind wir zugleich Emissionsland Nummer 1 in Deutschland. Klimaschutz national und international gelingt nicht ohne, sondern immer nur mit Nordrhein-Westfalen. Wir stellen uns dieser Verantwortung und verbinden dabei ökonomische Vernunft mit ökologischer Verantwortung. Unser Ziel ist es, die Sicherung der Zukunft Nordrhein-Westfalens als Industrie- und Energiestandort. Und zwar eben nicht mit Kohledinosauriern, sondern auf modernster ökologisch-technischer Grundlage. Dafür stehen wir Grüne und dafür wollen wir auch Motor sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ausgaben, die im Bereich des Haushaltes mit Klimaschutz zusammenhängen, betragen im Haushalt 2016 rund 1,5% des Budgets oder ungefähr 1 Milliarde €. Das ist ein Aufwuchs, und das beklagen wir nicht, Herr Kollege Lindner, sondern begrüßen wir, von rund 52,5 Millionen € gegenüber 2015. Es handelt sich dabei um Ausgaben, die große Zukunftsdividenden erbringen durch Investitionen in nachhaltigen Klima- und Umweltschutz, in die Bewahrung des wertvollen Naturerbes und in einen erfolgreichen Ernährungs- und Verbraucherschutz. Gut 40% dieser Ausgaben können im Übrigen durch eigene Einnahmen und Gebühren gedeckt werden.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Debatte um Klima und Energie ist für uns eine Sache doch ganz klar. Die Kohleverstromung hat noch eine Gegenwart, aber sie hat keine Zukunft mehr. Das haben die Finanzmärkte längst erkannt. Allianz, AXA, selbst Rockefeller und diverse Fonds suchen neue Felder, allermeistens in den erneuerbaren Energien. Auch die großen Energieversorger suchen nach neuen Strategien und fokussieren die Erneuerbaren, nachdem sie diese lange ignoriert, verlacht und auch bekämpft haben. Und selbst der stellvertretende RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz erklärt in der Wirtschaftswoche in den letzten Wochen, dass spätestens 2017 nach der Bundestagswahl die Verhandlungen über einen sozialverträglichen Ausstieg aus der Kohle mit der Bundesregierung beginnen müssen. Wir sind bereit, den Versorgern die Hand zu reichen. Und die Debatte über einen geordneten, ich betone geordneten Ausstieg aus der Braunkohle zu führen. Denn das ist vernünftig und auch dringend erforderlich zu diesem Zeitpunkt. Und ich füge hinzu, natürlich werden wir über den Ausstiegszeitraum zu reden haben. Und natürlich haben wir auch darüber zu reden, dass kein Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin ins Bodenlose fällt, dass Arbeitslosigkeit zu verhindern ist. Und Klimaschutz ist für uns daher Teil einer proaktiven Wirtschaftspolitik. Denn die Umweltwirtschaft gehört zu den größten Wirtschaftsbereichen in unserem Land. Nordrhein-Westfalen ist bundesweit der größte Anbieter von Produkten und Dienstleistungen der Umweltwirtschaft. Und Sie wollten ja wissen, wo die Wachstumsbranchen sind, Herr Kollege Laschet. Die Branche ist Wachstumsmotor. Sie wächst schneller als der Durchschnitt der Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. In den Jahren zwischen 2009 und 2012 konnte die Umsatzentwicklung um 15,6% gesteigert werden. Im Vergleich dazu haben die Umsätze in den anderen Branchen nur um 11,4% zulegen können. Das ist Wachstumsmotor, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch andere Relationen sprechen da eine klare Sprache. Nordrhein-Westfalen hat einen Bevölkerungsanteil von 0,25% an der Weltbevölkerung. Allerdings die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, die an der Umweltwirtschaft beteiligt sind, haben einen Weltmarktanteil von 2% und auch ein Exportvolumen von insgesamt 8,5 Milliarden Euro. Und ein weiterer wichtiger Punkt an die Adresse von Herrn Laschet, die Branche ist äußerst innovativ. Allein für das Jahr 2012 konnten 1.500 umweltrelevante Patentanmeldungen aus Nordrhein-Westfalen generiert werden. Und da bin ich natürlich ein Stück stolz drauf als Bewohner dieser Region. Die allermeisten Patentanmeldungen kamen aus der Region Metropole Ruhr. Das ist mehr als nur ein Lichtstreifen am Horizont. Das ist konkrete Innovationspolitik für Nordrhein-Westfalen, Herr Kollege. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, die Umweltwirtschaft profitiert von weltweit steigenden Umweltstandards. Ökodumping hingegen würde sie ins Markt treffen. All diese Dinge zeigen doch, Ökonomie und Ökologie gehören zusammen. Wir dürfen sie nicht gegeneinander ausspielen, wie Sie es heute wieder getan haben, liebe Kollegen von Union und FDP. Und so als gelernter Haushälter habe ich mir natürlich auch mal die Mühe gemacht, Haushaltsanträge der Opposition anzugucken. Die Anträge der FDP haben mit ernsthafter Haushaltspolitik aus meiner Sicht relativ wenig zu tun. Meistens sind sie auf der Wiederholungstaste eingeschlafen, recyceln Papiere der Vorjahre. Selbst ihr Houdini-Running-Gag, das eine Entfesselung der Wirtschaft 25 Millionen Euro erbringen würde, war wieder mit dabei. Oder sie suggerieren durch nichts hinterlegte Globaltitel unfassbare Einsparungen, die zu machen sind. Das ist ungefähr so seriös wie die Baupolitik von Schwarz-Gelb beim BLB in den Jahren 2006 bis 2010. An einer anderen Stelle wollen Sie mal eben 120 Millionen Euro bei den sächlichen Verwaltungsausgaben streichen und dann 300 Millionen Euro bei den Landesbetrieben. Wie machen Sie das? Sie setzen 3% von der Bilanzsumme ab. Wenn Sie das bei der Deutschen Bank machen würden, würden 51 Milliarden Euro einzusparen sein. Dummerweise gibt die Deutsche Bank nur 39 Milliarden Euro pro Jahr aus. Da haben die Schwarz-Gelben, beziehungsweise die Magenta-Gelben, muss man ja heute sagen, nicht nur Umsatz mit Gewinn vertauscht, was ja schlimm genug wäre, sondern schlicht Fantasie mit Realität. Das ist noch peinlicher als Ihre Erklärung, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Umsatzsteuer-Vorwegabzug, die heute noch mal getoppt wurde. Vielleicht wird der Finanzminister noch mal darauf eingehen. Und das Ganze frei nach dem Motto, ich weiß nichts, kann aber alles erklären. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei der CDU
sieht es mit den Haushaltsanträgen leider nicht viel besser aus. Zu Beginn Ihrer Oppositionszeit haben Sie ja noch ausgerufen, 20% auf alles. Kürzung aller Förderprogramme um ein Fünftel. Das war aus meiner Sicht eine ziemlich abstruse Vorgehensweise. Das hätte nämlich beispielsweise dazu geführt, dass die Sportfördermittel so im zweistelligen Millionenbereich gekürzt worden wären, der Professor Sternberg, die Kulturförderung um 30 bis 40 Millionen Euro wäre reduziert worden. Das haben Sie dann schnell eingesammelt. Dann folgte Phase 2 der Konsolidierungsvariante. 10% also auf alles Personal sollte gekürzt werden. Haben Sie auch nicht wirklich ernst gemeint. Ihre Fachpolitik hat immer dagegen geredet. Und dann kam eine brillante Idee. Wir machen ein Abkommen mit der Schweiz und generieren Millionen Mehreinnahmen. Der Kollege Römer hat schon gesagt, es war ein fauler Kompromiss. Wir in Nordrhein-Westfalen haben zusammen mit dem Finanzminister uns dagegen gestellt. Wir haben dafür gesorgt, dass es mehr Gerechtigkeit gibt und Milliarden Steuereinnahmen auf der anderen Seite zusätzlich noch generiert. Bis zum heutigen Tag sind ungefähr 2 Milliarden Euro aufgrund der Selbstanzeigen und Steuer-CDs reingegangen. Und wenn man der Presse glauben darf, sind weitere 12 Milliarden Euro aufgrund von illegalen Cum-Ex-Geschäften bundesweit weiterhin in der Luft. Wir müssen dafür sorgen, dass die ehrlichen Steuerzahler nicht bestraft werden, sondern diejenigen, die Steuer hinterziehen wollen, verfolgt werden. Und dafür ist unsere Landesregierung ein guter Beweis, dass das auch verfolgt wird. Aber auch in einem anderen Bereich bleiben Sie Ihrem Schlingern konsequent treu. Erstens wollen Sie die schwarze Null am besten sofort und auch schon gestern. Zweitens, und das passt dann irgendwie gar nicht dazu, wollen Sie das Füllhorn öffnen und an alle alles verteilen. Bis hin zu staatssozialistischen Ideen des Kollegen Laschet bei den RWE-Kohlesubventionen. Und drittens wollen Sie jeden ernsthaften Einsparvorschlag vermeiden. Vorwärts zur schwarzen Null mit massiven Mehrausgaben und massiven Mindereinnahmen. 800 Millionen Euro runter bei den Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. 150 Millionen Euro rauf bei den Förderprogrammen. 450 Millionen beim Kiebitz. 150 Millionen bei der Kultur. 250 Millionen bei der Inklusion. 200 Millionen beim Personaletat. Und 90 Millionen Euro beim Stärkungspakt. Und ich könnte jetzt noch lange, lange weitermachen, wenn man das, was Sie wörtlich vortragen, in Summen packen würden. Das sind allein 2 Milliarden Euro an Haushaltsverschlechterung für den Landeshaushalt, die ich jetzt nur aufgezählt habe. Und dann stellen Sie sich hier allen Ernstes heute hin. Ich hatte ja gedacht, es wäre eine typische Laschet-Ente, die da wieder durch das Mediengewitter gezogen ist. Dann stellen Sie sich hier heute hin und sagen, wir müssen weitere 1,5 Milliarden Euro an das Ruhrgebiet überweisen. Wir müssen 1,5 Milliarden ins Ruhrgebiet investieren. Ich meine, ich habe ja grundsätzlich nichts dagegen. Sie wissen, wo ich wohne. Aber, Herr Kollege Laschet, das ist doch wieder nur Voodoo. Ihr Wunschzettel zeigt doch einfach nur eines. Die schwarze Null ist pure Rhetorik und sie ist für Sie kein ernsthaftes Ziel Ihrer Haushaltspolitik. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. In Wirklichkeit wollen Sie das Volk hinters Licht führen. Sie wollen trotz Mehrausgaben und dramatischer Mindereinnahmen weniger Schulden machen. Das ist entweder Rosttäuscherei oder ein ganz, ganz billiger Taschenspielertrick. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, weil Sie so schlingern und alles widersprüchlich ist, was Sie hier vorgeschlagen haben, deswegen versuchen Sie, die Widersprüche zu verdecken. Sie erzählen dazu die Geschichte, dass der Wirtschaftsriese Nordrhein-Westfalen von der rot-grünen Landesregierung gefesselt worden sei. Mit so starken Fesseln, dass er förmlich daran erstickt. Gleichzeitig erzählen Sie ein Deregulierungsmärchen, die FDP etwas mehr als die CDU. Wenn wir erst hinter den 7 Bergen sind, wenn erst alle schlimmen rot-grünen Regulierungen gefallen wird, dann wird alles gut. Dann wird die Wirtschaft so irre angekurbelt, dass die Steuerbäche sich massiv füllen und wie Milch und Honig fließen. Und dann, ja dann werden alle Versprechungen wahr, die wir hier heute gemacht haben. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist genau der Trick, mit dem Sie darstellen wollen, mit welch leeren Händen Sie eigentlich darstellen. Und deswegen müssen Sie auch die Pappkameraden massiv aufbauen und immer wieder gern genommen das Tariftreue- und Vergabegesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer dagegen wirklich Zukunftspolitik entwickeln will, der darf nicht blind deregulieren, sondern der muss sehr genau mit seiner Wirtschaftspolitik dahin gucken, bei der Digitalisierung der Wirtschaft oder beim ökologischen Umbau von Wirtschaft und Umwelt in diesem Land. Und alles,
Und alles, was Sie zu diesen zentralen Zukunftsaufgaben beizutragen haben, ist eine reflexhafte Ablehnung sämtlicher Impulse für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik. Zum Beispiel beim Thema Klima-Expo. Die FDP hält hier offensichtlich für eine Müsli-Expo und möchte sie diskreditieren und daher auf Null setzen. Aber in Wahrheit geht es doch darum, dass beispielsweise Brachflächen in Dienstlagen reaktiviert werden und in die Zukunft geführt werden. Da haben wir doch die Wirtschaft an unserer Seite. Da geht es um Zukunftsprojekte und nicht um Müsli-Quatsch, wie Sie das erzählen. Und das gilt im Übrigen auch, ich bin ja froh, dass die Stichworte alle gefallen sind, und das gilt im Übrigen auch für eine moderne Verkehrspolitik. Sie halten es ja offensichtlich auch für eine Wahnidee verblendeter Ökos, wenn man eine Verkehrspolitik umsteuert. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben die Mehrheit der Bevölkerung auf unserer Seite und auch die Mehrheit der modernen Wirtschaft, wenn es darum geht, Radwege zu fördern und Radrouten auf allen politischen Ebenen genauso wie Radschnellwege auszubauen. Und deswegen haben wir auch 2 Millionen Euro zusätzlich bereitgestellt. Und dazu kommt, und es kommt ein weiteres dazu, weil Sie das ja eben auch eingefordert haben, 10 Millionen Euro investieren wir zusätzlich in die Sanierung von Landesstraßen und verhindern damit weiteren unsinnige Ausbaugeschichten. Und wir sanieren die Infrastruktur, ohne auf Kosten der Substanz zu leben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, all diese Regelungen für Umwelt, für Soziales, für Wirtschaft, Klima und auch Landesplanung, die Sie immer pauschal als bürokratischen Unsinn abtun, und sind in Wirklichkeit etwas anderes. Es sind Leitplanken, die übergeordnete und, ich füge hinzu, berechtigte Interessen schützen und Entwicklungen auf die richtigen Bahnen lenken. Deregulierung dagegen heißt, das Recht des Stärkeren durchsetzen, auf Wettbewerb ohne Regeln. Deregulierung riskiert aus meiner Sicht die Spaltung der Gesellschaft. 17% des Vermögens teilen sich 2% der Bevölkerung, während der Rest, also die untere Hälfte, mit 10% abgespeist wird. Kluge Regeln, liebe Kolleginnen und Kollegen, schützen die Gesellschaft und auch die Haushalte. Hätten wir in den Jahren 2007 bis 2009 doch diese Leitplanken gehabt, dann wären doch im Bereich der Bankenregulierung den öffentlichen Haushalten Milliarden und Abermilliarden an Schulden erspart geblieben. Nicht blinde Deregulierung, sondern richtiges Handeln, das ist kluge Haushaltspolitik. Und auch Ihr Lieblingspopanz, das Tariftreue- und Vergabegesetz, ist in Wirklichkeit eine Leitplanke, die hilft, fairen Wettbewerb herzustellen. Ja, ich mag sein, dass Sie lachen. Ich sehe das so. Und darin, Herr Kollege, liegt auch eine wirtschaftsstrategische Idee. Denn viel und billig, das kann China viel besser. Dumping, das ist nicht unser Weg. Und das ist auch nicht der Weg für Nordrhein-Westfalen und auch nicht für die Bundesrepublik Deutschland. Wir wollen hochwertige und innovative Produkte, und dafür brauchen wir faire Marktbedingungen, gute und faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen, hohe Umweltstandards und eine kluge und innovative Umweltschutzpolitik und eine effiziente Verwaltung. Und genau das ist der Weg, den Nordrhein-Westfalen mit diesem Haushalt geht. Und ich möchte es am Ende meiner Rede noch mal erwähnen, in welchem schlechten Zustand die CDU in diesem Landtag ist, wurde in den letzten Tagen eindrucksvoll in der Presse vorgetragen. Da empfiehlt der Kollege Lothar Hegemann dem Spitzenpersonal der CDU Imageberatung. Lothar Hegemann als neuer Imageberater der CDU. Ehrlich gesagt, das hatten wir bisher noch nicht auf der Karte. Ehrlich gesagt, eher die Selbstinszenierung eines gewissen Jens Spahn, der je nach politischer Richtung auch mal zum Rechtspopulismus neigt und sich als neuer Spitzenmann der NRW-CDU präsentiert. Was sollen wir davon halten? Wir könnten ja sagen, ist eine Posse einer schlingernden Regierungspartei. Aber ist es damit bewendet? Leider nein. Was dadurch die Medien geistert, hat ernste Folgen, und das sehen wir an diesem abscheulichen Abschiebungspapier, was Sie auf den Tisch gelegt haben. Herr Kollege, ist denn wirklich so viel Druck auf dem Kessel, dass Ihre frostige Weihnachtsbotschaft an die Flüchtlinge nur noch lauten kann, Hauptsache mehr Abschiebung? Da muss man doch froh sein, dass die Außentemperatur... Da muss man doch froh sein, Herr Kollege Laschet.
Ich kann Ihnen nur sagen, ich bin froh, dass sich die Außentemperaturen nicht Ihrer frostigen Politik angepasst haben. Und eigentlich, und ich habe es ja am Anfang versucht, und eigentlich wollte ich die CDU an dieser Stelle ja loben. Ich wollte Sie dafür loben, Herr Kollege Laschet, dass Sie am Wochenende vernünftige Dinge zur Europapolitik gesagt haben. Und ich wollte Sie dafür loben, dass Sie dem schlimmen Populismus der Schwesterpartei aus Bayern widerstanden haben. Und ich will Sie auch ausdrücklich einladen, das weiterhin zu tun. Und warum machen? Und jetzt legen Sie genau das Gegenteil mit diesem Papier vor. Ich frage Sie, wem soll denn eine... Ich frage Sie, Herr Kollege Laschet, wem soll denn das nutzen? Wen soll das denn stabilisieren? Das nutzt doch dem rechten Rand. Die Ernte fahren doch nicht Sie ein. Das Original wird die Ernte einfahren. Das hat die CSU in Bayern bei der Europawahl 2014 doch gesehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, ich meine es in vollem Ernst. Geben Sie Populisten keine Chance. Führen Sie mit uns gemeinsam den Kampf gegen rechts. Ich weiß, dass viele von Ihnen das genauso sehen. Bleiben Sie doch wenigstens an dieser Stelle mal konsequent in Nordrhein-Westfalen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die rot-grüne Koalition legt mit diesem Papier einen anspruchsvollen Haushalt für 2016 vor. Er setzt klare Schwerpunkte für die Integration von Flüchtlingen, für eine noch bessere und eine zukunftsweisende Bildungspolitik. Wir setzen mit diesem Haushalt unsere kommunalfreundliche Politik fort. Wir lassen unsere Kommunen nicht im Regen stehen, und wir werden auch auf Bundesebene uns dafür einsetzen, dass die Kosten der Unterkunft reduziert werden und der Bund hier mehr Verantwortung übernimmt. Wir setzen auch die richtigen Impulse für mehr Chancengerechtigkeit auf allen politischen Ebenen. Wir haben im Gegensatz zu Ihnen eine klare Zukunftsstrategie für die Erneuerung und Weiterentwicklung unserer Umwelt- und Wirtschaftspolitik. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor Ihnen liegt ein Haushalt mit Konzept und Ideen. Ein weiterer Schritt, um unsere langen ökologischen und sozialen Linien vorzuschreiben. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung und danke für die Aufmerksamkeit. Applaus